Geht, DebriTV, wir sind wieder hier mit einem neuen Video und testen Döner. Hier hinten ist so ein kleiner Hähnchenimbiss und das soll ein heftiger Döner sein, wurde mir gesagt. Ich habe gedacht, okay, komm, ich gehe da hin und probiere es aus. Also wie gesagt, ich bin hingegangen, habe mir dort einen Döner geholt, das ist sogar Scheibenfleisch. Der Typ hat auch gar nicht gespart, werden wir gleich sehen. Wir werden das zusammen auspacken und danach kommen wir auch zum Testen, wie das schmecken wird. Kannst du mir die Soße bitte erst ins Brot reinmachen? Rote? Beide Soßen bitte. Rote? Scharf? Ja, auch. So, wenig oder viel bitte? Machst du viel. Wie können die ersten Sekunden kommen? Wie bitte? Super. Dankeschön. Mach's komplett einfach. Meist Petroni? Ja, kannst du machen. Gib da eine Paprika? Nein, danke. Nochmal Soße? Ja, bitte. Beide? Ja. So, also hier haben wir das. Das ist richtig. Der hat echt nicht gespart. So. Servetten hat auch nicht gespart. Schaut mal, wie dick das Ding ist. Der hat null gespart. Diese habe ich meinem Döner mit allem genommen, was er da hatte. Das Fleisch ist echt gut. Für das, dass es sozusagen so ein Hähnchenladen ist, hat er einfach heftiges Dönerfleisch. Ohne Spaß. Boah, die Zwiebel ist geil. Gib ihm. Das Krasse ist, der hat echt gar nichts gespart. Der hat gefragt, wie viel will ich davon. Super nett, der Mann. Normalerweise erwartet man immer, dass der dort arbeitet. Dem gehört immer Nettes zu seinen Kunden. Aber leider heutzutage hat sich jetzt einiges geändert. Was heißt außergewöhnlich? Seltenes, das scharfe Pulver ist scharf. Man sieht schönes Fleisch. Der hat so einen anderen gemischten Salat noch gehabt. Das sehe ich einfach gerade da. Das Ding ist Feldsalat drin, wie geil. So, also meine Freunde, jetzt kommen wir zur Bewertung. Zur Bewertung des Döners. Der Döner an sich ist ein sehr stabiler Döner. Das muss man echt sagen. Für das, dass es nur so ein Hähnchenauto, oder wie man das nennt, ist, und der hat dort so stabiles Dönerfleisch verkauft, Respekt. Es gibt manche, die verkaufen auch Döner nebenbei so, neben ihren ganzen Hähnchen-Business da, aber haben dann echt nur so Müll, richtige Mülldöner. Der hat Scheibenfleisch dort. Richtig gut. Allein diesem Fleisch gebe ich eine glatte 9. Nur das Fleisch ist echt heftig, eine 9 Punkte. So wie das ist, Gewürz und Zubereitung, Bombe. Salat dort 9,5. Ist echt frisch. Nur mir eins hat gefehlt, das ist Rotkraut, aber das ist ja mein Problem. Deswegen gebe ich halt dem nur 9,5. Keine glatte 10. Von der Frischheit des Salates Bombe, dem seinem scharfes Pulver, sollte man nicht unterschätzen, wenn man nicht so viel scharf verdreht, weil das spürt man schon. Und erst recht, wenn man ein bisschen mehr reinmacht. Das Brot ist nichts Besonderes. Das ist wahrscheinlich, kriegt es morgens geliefert oder so, oder kauft es irgendwo frisch, das ist auf jeden Fall nicht. Aber er macht kurz so einen Toaster, Grilltoaster, macht das warm. Auf Wunsch wahrscheinlich dann auch, wenn du es mehr getoastet haben willst, toastest du das auch mehr. Gar kein Thema. Seine weiße Soße, Bombe. Richtig gut.
gute Soße. Das ist eine rote Soße, richtig Eiweißsoße, so richtig geil. Also so speckig ist raus. Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht. Richtig gut, seine Soßen, alles drum und dran. Für das, dass halt ein Grillhähnchenstand ist, hat er wahrscheinlich nur so lange offene, wie auch der Edeka, was da ist, selbst. Und aber ich glaube, wenn der Dönerspieß vorbei ist, da hat er auch keinen Döner mehr für den Rest des Tages. Deswegen kannst du, glaube ich, weniger abends essen gehen, sondern musst du nachmittags wie jetzt um die Uhrzeit rum oder vielleicht ein bisschen später noch, vielleicht kannst du doch noch was bekommen an Döner. Weil wo ich jetzt schon gekommen bin, war der Spieß schon sehr, sehr klein. Ist halt nicht so ein Dönerladen, wo du mal Bock hast, 8 Uhr, 9 Uhr abends, wenn du noch Bock auf Döner hast, kannst du dort halt nicht essen gehen. Dort muss halt echt nachmittags oder zum späteren Nachmittag kommen und dann dort essen gehen. Diesen Döner, der ist echt sehr stabiler Standard. Na, was heißt Standard? Der ist über dem Standard, der Döner, auf jeden Fall. Dem Döner gebe ich eine stabile 8,5. Ja, stabile 8,5, so wie es ist. Der Döner, natürlich wird die Adresse wieder auch unten in der Infobox sein, ist in Marktstadt. Am Edeka kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man da durchfährt. Es ist sogar ein Döner, wo du hin und wieder sagen kannst, da habe ich Bock sogar hinzugehen, extra nur für den. So ein Niveau hat der sogar. Extra nur für den Döner dorthin zu fahren, lohnt sich definitiv. Zwar nicht immer, wenn man jetzt nicht aus der Gegend kommt. Dafür ist er dann zu Standard, sage ich mal. Das ist gar nicht schlechtes, wenn ihr das so auffasst. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal hinzufahren und dort zu essen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, der Billy TV. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und auch nicht gefallen hat, lasst eine Aktion, eine Reaktion da, teilt das Video, schreibt einen Kommentar, lasst es mich wissen, wo ich zum nächsten Dönerladen gehen soll, welche Dönerläden ihr sehr empfehlen könnt und ob es da was Spezielles gibt, ob der Döner richtig geil ist, ob der Jufa richtig geil ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer DerbyDTV. Peace.